Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Willkommen Zu Frequent Traveller TV. Der Ton stimmt, das Bild stimmt und natürlich wieder aus der Villa Möcki Deluxe eine Premium frisch gepresste Ausgabe für euch heute live Kredenz und zwar Themen Flughafen Hamburg. Da geht es den Leuten, die den Flughafenbetrieb gestört haben, und zwar einmal dem Geiselnehmer, aber auch den Klima, was wird man noch mal sagen, Kleber, glaube ich, war es oder zumindest Klima, egal wie ihr wisst, wen ich meine, den wollen die vom Flughafen am Sack. Dann haben wir Vielleicht ein Thema, wo wir vielleicht mehr Licht machen. Mach mal Lichtschalter an. Brichst du mehr? Hm? Ist Bild besser? Ist besser. Ist hübscher. Ein bisschen mehr Schatten, so cinematic, ne? Ja, ja. Okay. Alles klar, dann das nächste Thema. JetBlue ähm, übernimmt nicht Spirit Airlines. Was heißt das? Dann geht es weiter mit Alaska Airlines. Die nutzen wieder die 737 Max 9er da hat sich sogar jemand aus der Managementebene bereit erklärt mit dem Flieger zu fliegen, um den Leuten zu zeigen, dass man sicher fliegen kann. Wir haben einen Deal, Deal mit American Airlines von Frankfurt nach Los nee, nach Las Vegas, so nach Las Vegas über Dallas Fort Worth oder über Charlotte und wir haben noch mal das Thema Ita Volare Status Verlängerung. Ich hatte es ja geungt, ne? Und wir haben das Thema IHG, wer dort bei IHG länger Kunde und Opfer ist, hat dort die Möglichkeit mehr Punkte abzusammeln, aber nur 90 Tage, also aufpassen. Und äh, wir haben Discovery oder Discover, Eurowings Discover ohne Discover, also nicht nee, Quatsch ohne Eurowings, also Discover. Der Streik war von der Gewerkschaftsseite aus ein Erfolg. Schauen wir uns auch noch mal genauer an. Dann haben wir, und ich habe da jetzt eben noch mal nachgeguckt, und ich sage es euch jetzt auch noch mal: so irgendwann in der Richtung, und jetzt gucken wir mal. 19. eher so 20. bis 22. Ein Stammtisch wahrscheinlich in Berlin oder in Frankfurt. Ich persönlich präferiere im Moment Berlin, aber ich werde euch das auch wissen lassen. Ich mache das für morgen fertig, für die Sendung. Ich verspreche es euch. Montag die Sendung. Lieber, weil ich muss noch mal mit Lufthansa telefonieren. Ihr könnt jetzt den Kanal wie immer abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, nachdem jetzt der Ton stimmt, das Licht stimmt und so weiter und so fort. Natürlich auch nochmal kommentieren, abonnieren, Kanalmitgliedschaft und ähm, meine Dankbarkeit sichern. Und wir fangen auch direkt mit dem ersten Thema an. Und das ist das Thema ähm, Frankfurt-Hamburger äh, Flughafen und Geiselnahme und Klimablockade. Wir erinnern uns ja alle, dass die Leute dort am 13. Juli... Den ähm, Flughafenzaun durchschnitten haben, den Flugverkehr damit lahmgelegt haben. Und jetzt hat der Flughafen in Hamburg gesagt: Da wollen wir Knete für haben. Wir können es beziffern, wir können es beziffern, weil wir wissen, was es kostet, den Zaun zu reparieren. Wir wissen, was es gekostet hat, ähm, den Flugvertrieb äh, zu unterbrechen. Und das sind roundabout 150.000 Euro. Und die wollen sie den Leuten in die Rechnung stellen. Dann sagt er: hm, Was war mit dem Kollegen, der die Geiselnahme gemacht hat, ja, da ist es auch so. Ähm, da ist es so, dass man natürlich auch eine Rechnung geschickt hat, aber die ist nicht ganz so äh, äh, knallhart, äh <laughs> wenn man das so sagen will, wie ähm, man sich das so vorstellt. Aber eine halbe Million ist schon hartes Brot, denn wenn man sich die Zahlen von der Lufthansa anguckt, die Lufthansa hatte ja 740.000 äh, bei der Störaktion bei allen zusammengeholt und so weiter und so fort. Und da ist dann eine halbe Million schon wieder relativ äh, krass, weil der Flughafen äh, den Flugvertrieb für 18 Stunden lahmlegen äh, hat lassen. Und äh, man hat halt die Absperrung durchbrochen, die muss er ja auch bezahlen. Also eine halbe Million schon eine harte äh, Geschichte. Äh, wichtig ist aber, dass es hier nicht darum geht, die Knete zu bekommen. Sondern um die Signalwirkung, weil wie wird es einem nackten Mann in die Tasche greifen, wenn da nichts ist? Und da geht man halt von aus, dass der Kollege, der mit dem äh, Auto da reingefahren ist, der 35-Jährige und sich dann unter die Türkisch-Airlines-Maschine, glaube ich, gestellt hatte, äh, dass da dem nichts zu holen ist. Aber es geht halt wirklich darum, dass es um eine Signalwirkung geht und äh, damit, dass man halt nicht so viel Schindluder treiben kann, wie man will. Weil der Flughafen auch der tiefsten Überzeugung ist, das einfach nur eine ähm, Geschichte, die strafrechtlich äh, jetzt kommt, aber ordnungswidrigmäßig äh, dann mit milden äh, Strafen davon gekommen sind und da möchte man halt dann genau wie die Lufthansa und andere auch Zeichen setzen. Auch hier könnt ihr dann eure Meinung zu sagen. Ähm, wollen wir daraus eine Frage? Ich, ich, machen wir es einfach spontan. Machen wir heute eine Frage des Tages und zwar. Findet ihr die Summe halbe Mio in Ordnung oder nicht? Oder sagt ihr einfach, ähm, ich hätte mehr erwartet, ich hätte weniger erwartet? Da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Das zweite Thema, was wir heute haben, ist JetBlue, weil das gucken wir uns auch mal an, weil JetBlue ist ja auch so eine Übernahme gewesen bei der Sprint. Also JetBlue wollte die Sprint übernehmen. Ähm, oder Spirit heißt, Entschuldigung, Spirit, <laughs> uh, uh, Spirit Airlines. Ich weiß gar nicht, wie ich auf Sprint komme. Und da hat man jetzt vor Gericht eine Schlappe sich geholt und da hat man gesagt bei Gericht, dass ähm, die 3,8 Milliarden, die man investieren wollte in Spirit Airlines, geht nicht. Heißt also, JetBlue hat am Freitag mitgeteilt, dass man ähm, da keinen Bock mehr drauf hat. Man kündigt das Ganze auf. Man macht das nicht mehr alles Thema durch. Man hat gesagt, dass die äh, Konditionen der Übernahmevereinbarung aus dem Jahr 2022 möglicherweise nicht innerhalb der vorgegebenen Fristen, die das Gericht gesagt hat, erfüllen kann. Und dann ist es so, dass man da dann lieber sagt, man geht nicht. Und ähm, man kündigte zwar an, dass man in Berufung geht, aber bin ich mal gespannt, was da passiert, dass man natürlich dann direkt in der Börsenaufsicht in der Mitteilung bei der SEC, das sind die in der New Yorker Börse, die dann halt gesagt Gerichte haben, dass man die Option prüft. Und man hatte sich ja auch in den letzten Jahren einen Bieterstreit äh, da gehabt, weil man merkte dann auch eigentlich den äh, Frontier-Ausboten. Das sind die mit dem grünen Logo und auch mit den Tieren immer auf dem Leitwerk, die ich auch relativ, also die finde ich relativ cool. Ähm, aber wie gesagt, äh, ich bin mal gespannt, was da passiert. Ähm, die Spirit-Verwaltungsräte hatten dabei zunächst lange Zeit das niedrige Angebot von Frontier ja auch äh, äh, präferiert, weil sie gesagt haben, ja. Das ist wohl etwas einfacher als mit JetBlue und das ist jetzt der Fall. Aber auch hier wieder können wir eine Parallele ziehen zur Lufthansa, weil, wenn die Lufthansa jetzt in diesem komischen Phase 2-Verfahren ist und das immer weiter zieht, dass das für die Lufthansa vielleicht auch keinen kein Sinn mehr machen. Die sagen, Hasta la vista, weg von der Pista, so wie das äh, Arnold Schwarzenegger sagen würde. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein Zeichen, dass man dann keinen Bock mehr darauf hat. Hier vielleicht auch zu dem Thema: Eine Frage des Tages. Wundert euch, dass das JetBlue sich jetzt beim Spirit Airlines zurückzieht oder sagt ihr, hey, äh, nach so viel Quatsch und so viel verbrannten Geld, und es hat dann nicht geklappt, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, wie das so schön heißt. Also da auch von euch eure Meinung. Und wir haben natürlich sehr viel Meinung, wenn es um Alaska Airlines oder um die ähm, lustigen 737 Max 9er geht. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, die Flugzeuge halten uns ja in Atem und nachdem wir gehört haben, was in der Produktion los ist und dass diese Bolzen da wahrscheinlich irgendwo noch rumliegen, äh, Pun intended, hat man jetzt ein Flugzeug, was komplett durchgecheckt war von Alaska Airlines, die 737, äh, nee, Quatsch, 737 MAX 9, so muss man ja sagen, äh, wieder in die Luft geschickt und zwar ist es so, dass man äh, den Flug gemacht hat, und zwar war das ein Flug am Freitag zwischen Seattle und San Diego eingesetzt hat, also eine relativ ordentliche Strecke. Und ähm, an Bord war auch Konstanze von Mühlen, eine top die für das operative Geschäft zuständig ist. Und man wollte natürlich den Leuten damit zeigen, man verlangt von Passagieren nichts, was man nicht den eigenen Mitarbeitern zutraut und äh, vollen abverlangt. Fand ich eine relativ coole Geste, aber ich denke mal, dass der CEO vielleicht an Bord auch nicht verkehrt gewesen wäre. Und ähm, die Teilflotte soll dann bis Ende des Monats wieder komplett äh, in der Luft sein. 170, Typen, 170 Maschinen dieses Typs sind gecheckt worden. Und Alaska Airlines äh, will alle ihre 65. Maschinen des Typs prüfen und dann in die Luft jagen, hätte ich fast gesagt, aber nicht explodieren lassen, hoffentlich. Also insofern da wieder etwas Gutes. Und ich bin auch mal gespannt, was dann so passiert, weil viele Passagiere haben jetzt auch die Möglichkeit, immer noch bei Alaska auf andere Flüge umzubuchen. Also wenn sie nicht mit der 737 Max fliegen wollen, können sie, müssen sie das nicht, sie können kostenfrei umbuchen. Ich bin mal gespannt, wann die Leute wieder Vertrauen in das Flugzeug bekommen. Und ich hoffe, dass das bald passiert, dass da Boeing den Eck zusammen hat und dass wir bei Lufthansa nicht auch irgendwelche Lustigkeiten haben, dass dann bei dem Flugzeug Probleme sind. Wir haben dann noch den Streik von der Discover gehabt. Die Discover hatte ja ähm, den Streik gehabt gestern. Und zwar war das ja die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit Kurz VC. Und dann auch die Kabinengewerkschaft, die UFO, hat ja auch dazu aufgerufen. Am Samstagmorgen war es genau, nee, das war ja heute. Ähm, gestern hatte ich ja berichtet, dass es kommen sollte. Und ähm, ne Quatsch, die haben gestern gestreikt, heute haben sie mitgeteilt. So rum war es richtig, also doch nicht falsch gedacht. Auf jeden Fall ist es so, dass man äh, mit 24 Flugzeugen, die man bei Discover hat, zehn Flüge nicht äh, machen konnte und musste in Frankfurt vier von den 14 geplanten Starts absagen. Im übrigen Flüge wurden Eigenansatzfolgen für der Discover selbst oder von Partner-Airlines dann angeboten. Ähm, die Verbindungen aus München wurden von der Lufthansa selbst geflogen. Klar, hatte ich ja auch gesagt. In dem Tarifkonflikt geht es natürlich um die Ersttarife und man hat dann gesagt, dass nach dem Streik die Belegschaft absolut entschlossen ist, solange es kein aus unserer Sicht verhandlungsfähiges Angebot gibt. Ähm, ja, ich bin mal... Gespannt, wie das geht. Auch der Spruch von der UFO von Harry Jäger, die Kabine begrüßt, äh, ne, begreift, was sie wert ist und diese Erkenntnis wird langsam auch beim Management durchsickern. Was das jetzt heißt, dass man äh, da mit dem Erfolg äh, zufrieden ist, hohe Beteiligung, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht, aber das sollen die selber mit sich dann auskaspern. 12 Minuten 8 Sekunden in die Sendung und dann haben wir schon wieder was aus der Welt der Meilen, der Punkte und des Status und ihr wisst ja, ich bin ja begeisterter eta Flieger, ich was es gesagt, Statusinhaber zumindest mit dem Elite Plus und der Status ist verlängert worden und zwar bis 2025 wieder um ein Jahr. Ja. Das schöne an der Geschichte ist natürlich, dass man den Status hat und dass man ihn bei Skyteam benutzen kann, auch wenn die SAS jetzt zu Skyteam überwechselt. Ähm, wobei ich da auch meinen EB äh, Diamond habe. Was ich allerdings uncool finde, ist natürlich immer das Problem, dass man bei SkyTeam gar nicht weiß, dass die ITA Mitglied ist. Ja, das ist das Problem. Und da muss man natürlich dann sagen, hm, da sollten Sie erstmal gucken, dass man das bei allen weiß. Äh, ich selber ähm, habe immer, wenn ich mit irgendeinem fliege, wie zum Beispiel mit den Freunden von der Delta, da habe ich einfach einen Ausdruck von der... Ähm, One World, äh Quatsch von der Oneworlds, Sky-Team-Seite, wo Volara auch aufgeführt ist, weil nämlich die Begründung, dass man nicht in den Lounge reinkommt, ne, die sind ja gar nicht Mitglied bei uns. Ähm, da kannst du auch eine Karte zeigen, alles, das sagen die, akzeptieren die nicht. Und äh, wir wissen ja noch alle, wie lange bei One World die Air Berlin-Karte in dem Folder drin war, wo man gesehen hat, ah, Air Berlin geht noch, obwohl es Air Berlin schon lange, lange nicht mehr gab. Äh, da bin ich mal gespannt, äh, wie das. Drama ausgeht. Man hat wahrscheinlich die Leute, die man hat verlängert, wegen der Lufthansa Übernahme, die halt länger dauert. So wie ich das auch bei dem ersten Thema mit der Spirit und der JetBlue gesagt habe. Man hat dem halt jetzt Rechnung getragen. Vielleicht hat man wirklich gehofft in Italien, dass das schneller geht. Aber es heißt auch, dass die anderen Fluggesellschaften, bei SkyTeam, wahrscheinlich auch gar nicht mehr proaktiv angesprochen, werden. du, sorry, wir sind auch SkyTeam-Mitglied, vielleicht lässt du unsere Mitglieder rein und so weiter, dass wir andere Themen haben. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht irgendwie sauer läuft, ähm, weiter mit dem Status, dass man dann halt die Probleme hat, weil viele von euch hatten das ja auch berichtet. Ihr könnt ja auch unten nochmal berichten, ob ihr Erfolg hattet, in die Lounge zu kommen mit eurem Volare-Status und inwieweit das in irgendeiner Art und Weise Jetzt wirklich tangiert wird durch die Lufthansa Übernahme, die vorsteht, dass die Leute auch schon gar nicht mehr Gedanklichkeit-Team sind, sondern irgendwie schon in Frankfurt beim Training für Meizen Ich weiß es nicht. Also, da äh, bin ich ganz, ganz aufgeregt, wie man so schön sagt. 14 Minuten 38. Wir haben wieder eine Sendung im Schweinsgalopp. Da haben wir noch ein Thema von IHG, und da gibt es genau wie im letzten Jahr so eine Art. Ähm, Jubiläumsangebot. Je nachdem, wie lange man Mitglied ist, gibt es dreifache oder vierfache Punkte. Und da ist es so, wenn man 20 Jahre Mitglied war bei der Veranstaltung, dann gibt es äh, dreifache, nee, vierfache Punkte. Wenn man 10 und 15 Jahre war, gibt es dreifache Punkte. Ich selber habe das Angebot über die äh, 20 äh, Jahre bekommen, aber das Problem ist, dass man innerhalb der 90 Tage vierfache Punkte bekommt, bis maximal 25.000 Punkte, also die Kappung und wer dreifache Punkte kriegt, kann es bis 20.000 machen. Das Spannende an der Geschichte ist natürlich, dass man hier Leuten, die lange Mitglied sind, die im langen Programm sind, zum Beispiel bei SPG bin ich ja von Anfang an mit dabei gewesen, damit dann auch quasi bei Marriott irgendwie schon seit übergefühlten, na, was ist es denn jetzt, äh, 20 Jahre. Ne? Und beziehungsweise ich hatte sogar, ich kam ja von ITT Sheraton, von der Goldkarte, bei SPG an, heißt also, da war ich ja schon in 90er Jahren unterwegs. Dann bei Hyatt bin ich seit 2006 oder sowas. Also auch schon viele Jahre. Wenn die sowas machen würden für ihre Mitglieder, fände ich das natürlich auch richtig einen geilen Scheiß. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, was nicht ist, kann ja noch werden. Auch hier könnt ihr unten kommentieren oder sagt, so eine Aktion findet ihr toll. Aber für mich leider ist es so, dass ich glaube, dass diese Kappung einfach sehr niedrig ist mit 25 oder 20.000 Punkten. Das sollte man etwas mehr machen, gerade wenn man überlegt, was der Value ist, weil, ähm, ja, was is ist es denn mit den 20k Punkten, was kann es denn wirklich bei IHG machen? Also da würde ich noch mal ein Aufsatteln machen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr davon haltet und was ihr von, davon denkt, äh, ob ihr das Angebot bekommen habt. Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare. Und jetzt sind wir 16.40 in die Sendung, kriegen wir also die 20 Minuten locker voll. Und da gebe ich euch jetzt mal was Lustiges. Wir haben nämlich einen Deal und Deal in der Buchungsklasse i-Buchungsklasse e. i e ist Business Class bei der American Airlines für 1699 Euro von Frankfurt über. Ähm, Dallas-Fort Worth. War ich ja gerade vor einer Woche. Und ähm, Charlotte. Heißt also dann weiter in der First Class sogar, aber. Denkt dran, das ist jetzt nicht wirklich eine First Class, die dann fliegt zwischen Charlotte und Dallas und dann Las Vegas. Ähm, aber wie gesagt, wichtig ist, das Ticket muss fünf Tage vor Abflug gebucht werden, zwölf Monate maximal aufenthalt, ein Stopover ist für 600 äh, Euro pro Richtung erlaubt, Ticket ist nicht refundierbar und natürlich Änderungen sind erlaubt für Reissue und Revalidation und dann natürlich müsst ihr die Ticket-Fair Differenz zahlen. Ähm, Punkte sage ich euch auch sofort. Jetzt gehen wir direkt in das Programm rein. Gebt euch noch mal erstmal die Distanzen. Da habt ihr das. Machen wir das jetzt noch mal ein bisschen anders. Gucken wir mal, dass wir das schöner kriegen. Zack, hat er das so, so, so ist hübsch. Ähm, da seht ihr das dann. Äh, Frankfurt, Charlotte sind 4397. 5143 wären es nach Dallas. 1055 sind es von Dallas nach Las Vegas. Und 1916 sind es dann von Charlotte aus. Hin und zurück wären das dann 12.626 über Charlotte und über Dallas Fort Worth 12.397. Jetzt sagt ihr, wo soll ich die Meilen gut schreiben lassen, dann sage ich euch, das geht sofort los. Und zwar ähm, Frankfurt, Dallas Fort Worth nach Las Vegas und dann zurück nach Frankfurt, alles Buchungsklasse I. Da geht es zu Erfinder, am meisten Punkte mit 29.856, China's House. Southern Airlines gibt selbiges. 18.552 gibt es bei Etihad, Iberia, Alaska, Royal Air Jordanien, also Royal Jordanien, Sri Lanka, Qatar Airways und bei British Airways. 15.000 bei Casey, 15.460, ein bisschen weniger bei Malaysia. Goal gibt noch die 15.460, genau wie S7, Japan Airlines, American äh, und Qantas geben 0 Meilen. Also wieder in dem alten Club drin, aber ihr wisst ja, dass bei Quantas anders gerechnet wird. Und bei American Airlines gehe ich auch davon aus, dass es sich natürlich um einen Fehler handelt. Damit haben wir die heutige Sendung wieder über die Runden gebracht. Ihr seid dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Und ganz, ganz wichtig, Kanalmitgliedschaft. Aber kommentieren auch. Und Stammtisch dran denken. Ich hatte die Daten jetzt genannt, ich muss aber selber nochmal gucken, dass ich euch da nichts Falsches sage. Also stand ich so um den 20. bis 22. rum. Rechnet mit Berlin und Frankfurt. Ich bin da schon ganz aufgeregt, wie es so schön heißt. Äh, schauen wir mal, wie es wird. Und ähm, danke, dass ihr heute dabei wart. Morgen machen wir wieder eine Sendung, frisch gepresst für euch, aus der Villa Möcke Deluxe. Und äh, vielleicht ein bisschen früher. Aber ich finde das Blaue sehr schön von draußen. Könnt ihr auch ein bisschen genießen. Machen wir das Licht aus, dann seht ihr... Da wird es ein bisschen dusterer. Aber jetzt für euch den Abspann. Also bis dann hier um 16:22 Uhr in Finnland ist es schon dunkel. Aber jetzt der Abspann. Also bis dann. Ciao. Musik プープープープープープープー